Ich grüße euch. Heute kommt ein Video, auf das ich mich schon lange vorbereitet habe bzw. Gedanken gemacht habe und so ein bisschen ja vor mich hergeschoben habe natürlich. Und zwar, ich möchte euch gerne meine Gameboy-Sammlung präsentieren. Und zwar seht ihr schon am Untergrund, warum ich das jetzt endlich mache. Ich habe mir einen eigenen Tisch gebaut und ich finde ihn so herrlich, dass ich den gleich mal schön in Szene setzen muss quasi. Ja, bin sehr stolz drauf, aber hier soll es nicht darum gehen, sondern um meine Gameboy-Sammlung. Ja, da es wirklich schon so einige Module sind, ich habe jetzt gerade nicht gezählt, aber es sind auf jeden Fall über 100, wird das hier im Stil etwas anders sein als meine anderen Sammlungsvideos. Und zwar kann ich jetzt einfach nicht bei jedem Spiel das groß in die Kamera halten und Spielszenen einblenden und so weiter. Das wäre einfach viel zu viel Arbeit. Also habe ich mir gedacht, der Weidemann, der hat das einen sehr schönen Stil gemacht, dass er einfach kurz die Module quasi gezeigt hat, kurz in die Kamera gehalten hat und ja, so ein, zwei Sätze dazu gesprochen hat. Ich werde mich jetzt auch nicht bei jedem Spiel allzu sehr großartig aufhalten. Ja, das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Ich denke mal, das reicht dann auch mal so einen groben Überblick zu bekommen. Ja, was sammle ich genau? Also ich persönlich habe beim Sammeln keine großen Ansprüche, muss ich sagen. Ich sammle ja hauptsächlich Module. Ihr seht es auch, der Zustand ist mir relativ egal. Also das Cover kann meinetwegen so ein bisschen ausgeblichen sein, wie man hier zum Beispiel sieht, aber ich zeige gleich alles in die Kamera. Aber das Cover muss auf jeden Fall vorhanden sein und darf jetzt nicht irgendwie komplett abgerissen sein. OVPs sammle ich nicht, bis auf ein, zwei besondere Stücke, aber da komme ich jetzt gleich noch drauf. Ja, also Upgrades und so weiter suche ich noch nicht. Klar, wenn ich zufälligerweise drüber stolpern sollte, aber wenn ich die Auswahl habe, ein Upgrade zu kaufen oder ein neues Spiel, dann kaufe ich mir dann doch lieber das neue Spiel. Auch ob es jetzt eine US-Version ist, eine japanische Version oder ähnliches, da achte ich noch nicht drauf, weil ich ganz einfach, ja, nur noch so ein paar, ja, nicht ein paar, also noch einige Spiele noch bräuchte für meine Sammlung. Ich denke mal, wenn das jetzt eher so zum Ende hingeht, dann gucke ich den vielleicht auch mal aktiv an irgendwelche Upgrades oder ähnliches. Bisher stört mich das also nicht. Das sind also meine Grundprinzipien beim Sammeln. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit den Highlight an, und zwar meine einzigste OVP, die ich habe. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Zoom geht, dass das auch entsprechend fokussiert. So macht er das. Ja, The Legend of Zelda Link's Awakening ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, und deswegen muss ich da mir natürlich dann auch die OVP holen. Ist natürlich auch eines der nicht ganz so billigen. Ich habe da natürlich so eine Schutzfolie. Ich glaube, zu den Spielen muss ich nicht mehr viel sagen. Also die Packung, klar, die ist jetzt nicht in ganz, ganz top Zustand, wie man hier oben sieht. Was ich immer so ein bisschen herrlich finde, ist, wenn noch so alte Preisaufkleber drauf sind. Die lasse ich immer ganz gerne extra noch dran, weil das ist für mich so ein Stück der Geschichte einfach. Ich freue mich tierisch auf das Remake. Ich finde den Stil einfach klasse. Also für mich eine Pflicht für die Sammlung auf jeden Fall, das ein OVP zu haben. Ich gucke auch ab und zu ein bisschen zu der Game Boy Color Variante, Legend of Zelda DX, auch als OVP natürlich. Ja, wobei das natürlich etwas, naja, etwas teurer ist, sage ich mal. Und daher, ja, klammert das leider so etwas aus meistens. Also Legend of Zelda muss ich nicht viel zu sagen, Link's Awakening. Dann fangen wir hier am besten gleich unten weiter an, Mystic Quest. Ich muss sagen, das ist bei mir damals komplett vorbeigegangen. Ich muss mir echt gucken, wie es mit dem Fokus hier ist. So, jetzt fokussierter ist. Ja, ist an mir leider so komplett vorbeigegangen. Damals habe ich jetzt nach vielen, vielen Empfehlungen von euch natürlich jetzt wiederholt. Schönes Action-Adventure, wobei es für mich natürlich nicht an Link's Awakening drankommt. Aber ein schönes Ding habe ich auch schon mal ein Let's Play zugemacht. 1A Sache habe ich ohne OVP, aber immerhin mit Anleitung. Dann ein weiterer Titel, Bubble Bobble. Auch herrliches Spiel. So, also wie ihr seht, wir haben immer so einen kleinen Übergang zum Scharfschalten. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ja, Bubble Bobble ist einfach einer dieser alten Spielhallen-Klassiker. Ein Muss. Zustand des Modules ist auch okay. Grundsätzlich zu den meisten Spielen, die ich hier euch zeige, habe ich sogar schon einen Videotest zugemacht. Also falls euch was interessiert, einfach oben bei der YouTube-Kanalsuche mal das Spiel eingeben und dann kriegt ihr auch ein kleines Was-Talk-Video zu. Ja, Tennis. Dazu habe ich noch keinen Test gemacht. Na komm, muss mal so die Hand dahinter halten wahrscheinlich. So,
Das kriegen wir alles hin, wir grooven uns gleich noch ein. Tennis habe ich damals nicht gehabt, habe ich mir mal von einem Kumpel ausgeliehen. Ja, ist halt Tennis, ne? Also, ja, es ist halt ein relativ billiges Modul, kann man nicht viel falsch mitmachen. Dann Turok habe ich ehrlich gesagt nicht viel erwartet. Ich halte das einfach automatisch immer so die Hand ein bisschen hinterher, dass das fokussiert, dann müsste es eigentlich passen. Habe ich nicht viel erwartet, weil es ja so eine Ego-Shooter-Serie, wie soll das auf dem Gameboy portiert werden? Ist aber eigentlich ganz guter Plattformer geworden, kann man eigentlich empfehlen. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, auch der Zustand ist, denke ich mal, sehr okay. Ist natürlich auch eines der späteren Spiele, ne? Was auch okay ist, was wesentlich schlimmer hätte sein können, ist Alien 3. Auch natürlich die Filmumsetzung zum Alien-Spiel. Auch hier ist das Modul eigentlich in vernünftigen Zustand. Und trotz, dass es von LGN ist, ist es durchaus vernünftig. Das spielt ja halt so in der Top-Down-Perspektive und müssen halt Aufgaben erledigen, Aliens killen und so weiter. So, dann kommen wir zu Kid Icarus. Mal gucken mit der Hand. So, das kriegen wir alles hin. Wir grooven uns ein. Ja, da habe ich noch keinen Test zu gemacht. Ist auch damals an mir irgendwie komplett vorbeigegangen. Ja, ist natürlich auch einer dieser ganz alten Nintendo-Charaktere, die vielleicht irgendwann mal wiederbelebt werden. Man weiß es ja nicht. Der Charakter hat ja Gastauftritte in Smash Bros. Oh Gott, jetzt schon mit einem Versprechen anfangen. Ja, ist ein schöner 2D-Plattformer quasi. Auf jeden Fall ist nicht verkehrt. Ich merke schon, mein Arm wird lahm. Jetzt schon mit einer Kamera halten. Also hoffen wir mal das Beste. Habe ich noch nicht groß reingespielt, aber Zustand ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Dann, wo der Zustand nicht ganz so gut ist und ja, Killer Instinct. So, komm Onkel Fokus. Killer Instinct, ja, ist eines dieser Prügelspiele natürlich von Rare damals. Hier oben ist halt ein bisschen ausgeblichen, aber das stört mich nicht. Ich packe die Spiele ja oder die Module ja immer in diese DS-Höhlen und dann ist dann auch gut eigentlich. Ja, ist ein, auch Achtung, Panda-Keyword, solides Spiel. Also es ist ja schon, hat sich so die Runde gemacht, dass solide in der Bewertung von irgendwelchen Spielen einer meiner Lieblingsausdrücke ist. Also wenn ihr ein Trinkspiel machen wollt, dann guckt euch das Video an und bei jedes Mal, wenn ich solide sage, trinkt ein, werdet ihr wahrscheinlich sturzbetrunken sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, wurden halt viele dieser Kampfspiele auf den Gameboy gebracht, ob das jetzt natürlich Sinn macht oder nicht. Ja, das System ist dafür nicht unbedingt ausgelegt, würde ich sagen. Ne? So, dann haben wir hier Robocop. Da habe ich auch noch nicht groß reingespielt, soll aber auch nicht wirklich gut sein, deswegen drücke ich mich so ein bisschen vorm Test. Vor allen Dingen, weil komischerweise ja mein Retron 5, das ist ja leider der Gameboy-Slot ausgefallen und die ganzen Videos zeichne ich jetzt mal mit einem Emulator auf, weil es natürlich am praktischsten ist. Und das Spiel läuft gar nicht so richtig beim Emulator, ich weiß gar nicht warum. Aber soll eh nicht gut sein, von daher ist die Motivation da jetzt näher nachzubohren auch nicht sehr hoch. The Page Master. Ja, da habe ich kurz reingespielt. Ja, Zustand ist, wie gesagt, auch in Ordnung, ne? Solide. Ja, das scheint aber ziemlich scheiße zu sein. Also ich habe da kurz reingespielt und schon bei den ersten Leveln habe ich voll den Hals bekommen. Das ist auf jeden Fall mal ein Kandidat für eine Retro-Panda-Quetzi-Folge. Ist natürlich eine Filmumsetzung, Plattformer-mäßig, aber echt nicht so doll umgesetzt. Hier, da war ich etwas überrascht. Auch hier ist das Cover oben ein bisschen ausgeblichen. Das ist ja so eine allgemeine Gameboy-Modul-Krankheit. Ja, Schlumpf im Albtraumland ist ein durchaus gutes Spiel. Also ich dachte so, diese Schlumpfspiele, ja, das ist ja so Kleinkinderkram in Anführungsstrichen. Das kann ja nicht so geil sein. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr guter Plattformer. Diese Infogram-Titel, auch Lucky Luke und so weiter, die haben auch technisch ziemlich was drauf gehabt damals. Und vor allem die Musik, die ist auch immer sehr gut gelungen. Was nicht so gut gelungen ist, ist Titus the Fox. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das am besten in die Kamera halte. ja, das ist ja der Firma Titus. Die hat so einige Titel auf den Gameboy gebracht, aber die meisten sind kacke. Und hier haben sie mal versucht, ein eigenes Maskottchen zu etablieren, was ja damals irgendwie der Trend war. Ein Plattformer-Maskottchen musste man haben. Irgendwelche Tiere, die irgendwie eine Attitude hatten oder ähnliches. Ja, ist nicht geil. Finger weg davon. Also, wenn ihr mal einen schlechten
mittelmäßig bis schlechten Plattformer spielen wollt, ist okay, aber naja. Tetris 2, ja, hat im Gegensatz mit den Namen nicht viel mit Tetris zu tun, leider. spielt sich komplett anders, aber ist einer dieser kleinen, schönen Puzzle-Spiele für den Gameboy. Wobei ich finde, es gibt da wirklich bessere Spiele. Da wurde wirklich nur der Name im Prinzip missbraucht. Auch hier, Zustand im Modul, finde ich, ist sehr gut. Auch sehr gut ist Double Dragon, einer dieser Beat'em-up. Die Serie dürfte ja eigentlich jedem bekannt sein. Das ist so eine alte Spielhallenserie, so eine altgediente. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Zustand des Moduls, ja, hier, dass das Cover löst sich so etwas, ein bisschen undefinierbares Gedöns ist da drauf. Aber ja, spielt sich gut, passt, finde ich. Dann haben wir hier eins. Das war eines meiner ersten Module, die ich gesammelt habe. Rescue of Princess Blobett. Ja, mal gucken. So, genau, Onkel hier. Du sollst hier immer schön die Module fokussieren, ja, liebe Kamera. und zwar ist das bei mir irgendwie so hängen geblieben, das Spiel. Und zwar, weil ich es nicht gerafft habe damals. Es war alles auf Englisch. Das Spielprinzip ist ja auch nicht sehr, sehr einleuchtend, sage ich mal. Ich weiß nur, dass ich es irgendwann mal zu Ostern bekommen habe und immer wieder versucht habe. Ist so eine Art Puzzlespiel. Ihr seid ein Junge, habt so einen Begleiter, der heißt der Blob, den ihr so mit verschiedenen Süßigkeiten füttern müsst. Und dann wird er zum Beispiel zur Leiter oder ähnliches. Und dadurch könnt ihr dann halt so verschiedene Rätselpassagen lösen. Also ich bin immer noch kein Fan von, obwohl ich jetzt da mehr verstehe, aber naja, hey, gut, ist mal was anderes zumindest, aber das war durch dieses Kindheitstrauma in Anführungsstrichen, ja, bei mir ganz als erstes. So, dann haben wir Raider Mission, ist im Prinzip, ja, hier ist so ein bisschen das Modul etwas ausgegeben und so weiter, aber hey, mir macht es nichts aus, wie erwähnt, aber das werde ich wahrscheinlich jetzt in diesem Video schon öfter nochmal sagen. Ja, ist ein Schiffe versenken, gibt es zwei Spielmodi. Also das erste so ist fast das klassische Schiffe versenken mit ein paar Sachen noch hinzugefügt, verschiedene Spezialattacken und so weiter. Und es gibt noch einen zweiten Modus, das ist so eine Art 3D-Modus, wo man mit U-Booten Schiffe versenkt. Ja, ich muss sagen, ist das Schiffe versenken. Ne? Es ist nicht so der Superspaß, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das sogar von Nintendo selbst herausgegeben worden. Aber ist solide. Trinkt jetzt. Nicht wundern, ich werde jetzt immer so zwischen den auf- und abbauen, das erspare ich euch mal. Da gibt es immer einen kleinen Schnitt dazwischen. Fangen wir gleich weiter an und zwar mit Golf. So, na. Ist mal so komisch, wie er bei Gesichtserkennung hier irgendwie gerade meinen Finger erkennen will. Keine Ahnung wieso. Ja, das Display, oder das nicht das Display, das Cover ist etwas ausgeblichen, aber es ist halt Golf. Ne? Auch das hatte ich damals nicht, das hat mir irgendein Kumpel mal ausgeliehen. Ja, ist halt Golf mit Mario. Ist solide umgesetzt, aber halt auch nicht mehr. Ne? Als nächstes haben wir Bad and Red aus der Skate or Die Serie, die ich als Kind ja sehr ausführlich auf dem PC gespielt habe mit EGA-Grafik und sowas noch. Ja, das war eine große Serie, wo man im Prinzip mit Skateboard so kleine Minispielchen quasi absolviert hat. Der Titel, da habe ich jetzt erst letztes einen Test zu gemacht, ist halt sauschwer. Man muss die Strecken im Prinzip nur auswendig lernen. Bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Aber diese Serie, die ist halt so ein Relikt aus alten Tagen. Muss man nicht haben. Was man allerdings haben muss, was erstaunlich auch gut umgesetzt ist, ist Lemmings für den Gameboy. Ich glaube, wenn ich das so mit der flachen Hand mache, dann haben wir es mit dem Fokus auf jeden Fall immer besser. Ja, damals so um die 90er ging eigentlich nichts um Lemmings rum, war eine ganz große Serie. Ihr habt ganz viele kleine Lemminge und ihr müsst sie dann halt entsprechend zum Ziel immer buxieren. Ja, die kann man immer verschiedene Rollen zuweisen. Es sollte eigentlich jedem bekannt sein. Ne? Auf dem Gameboy habe ich kurz reingespielt, ist erstaunlich gut umgesetzt, muss ich sagen. Dann haben wir hier Castellian. Ich muss sagen, damit wurde ich überhaupt nicht warm. Also die Optik ist sehr interessant. Ihr habt so eine Art simulierte 3D-Optik. Und ihr müsst um einen Turm herumlaufen und den halt besteigen. Aber ich komme mit dem Spiel nicht so wirklich klar. Irgendwie mit der Steuerung und so weiter. Ich wollte eigentlich mal einen Test zumachen. Ich schiebe das schon länger vor mich hin. Aber naja, gut. Ist halt so ein Relikt von damals. Aber die Optik ist sehr interessant zumindest.
noch so ein Relikt von damals ist Hugo. Und zwar müsste das hier Hugo 1 sein, genau, was mit der Fernsehserie oder ja, Spielshow war das ja, nichts zu tun hat leider. Und zwar ist das ein Reskin von Crazy Castle, leider. Also ich habe das ja auch in der Quetzi-Folge gespielt, weil ich eigentlich was anderes erwartet habe. Ja, ist halt nicht so toll. Also Crazy Castle ist natürlich interessant, das Action-Puzzler, aber hat mit dem Titel leider nichts zu tun, leider nur ein Reskin. Ja, die Fernsehshow war natürlich legendär, ne? Also konnte man anrufen und dann per Telefon konnte immer der Spielende alles immer steuern, den Hugo durch irgendwelche Minispielchen lotsen. Ja, aber das, ja gut, beim zweiten Teil, da kommen wir noch dazu, da ist es besser gelöst. Solomon's Club, auch einer dieser frühen Puzzlespiele, sehr, sehr einfach. Ich gehe da auch jetzt nicht großartig drauf ein. Kann man spielen, aber ja, ist jetzt nicht so, also ist okay, aber ist kein Must-Have ungefähr. Genauso sieht es mit Brainbender aus. Und zwar ist das eigentlich ganz cool. Es greift dieses zumindest mittlerweile alte Spielprinzip auf, der irgendwie ein Laser durch irgendwelche Spiegel und sowas durchzulotsen. Ja, der enorme Zeitdruck, der verhaut einen leider manchmal schon doch sehr den Spaß. Aber hey, es ist eines dieser kleinen Puzzle-Spiele eben, ne? Dann haben wir hier ein japanisches Modul, wo ich immer auch mir hinten den deutschen Namen raufgeschrieben habe. Das ist Baseball Kids. Und zwar habe ich mir mal so ein paar billige japanische Module bei dem Huli-Nerd auf der Pixelbörse in Düsseldorf mitgenommen. Ja, ist halt ein Baseballspiel. Ich habe jetzt auch da nicht großartig reingespielt. Ist halt okay. Muss man sagen. Mehr, viel mehr, aber auch leider nicht. Dann haben wir hier Super Hunchback. Also das ist natürlich, ja, ist ein Plattformer und ihr habt so diesen Buckling aus Sendungen wie Die Schön und das Biest und so weiter. Das ist ja nicht lizenziert quasi der Name. Ja, und den steuert ihr da. Es ist ein wirklich guter Plattformer, der nicht so den Fokus auf, ich sag mal, Kämpfe oder sowas legt, sondern wirklich auf Hindernisse überwinden. Habe ich auch schon Tests zu gemacht, war ich positiv sehr überrascht, weil sie es einfach mal so etwas anders spielt, ne? Also das ist wirklich ein Blick wert. So, hier habe ich von der Game Gear Version schon mal ein Video gemacht. So, jetzt haben wir es. Die Schlümpfe reisen um die Welt. Auch hier ist das Cover leider etwas, ja, ausgeblichen. Ist halt einer dieser Schlumpf-Plattformer. Soll aber sehr, sehr schwer sein. Aber in die Game Gear Version habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich großartig reingespielt. Irgendwann bestimmt mal. Dann haben wir hier noch, ach ja, Fujigi no Dungeon. Also da gibt es keinen englischen Titel für. Boah, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe mal kurz bei einem Pickup-Video mal kurz reingespielt. Ich glaube, das war ein Action-Rollenspiel. Kann das sein? Aber ich weiß, okay, das Modul ist natürlich ziemlich durch, wie man sieht. Dieses ist sehr gelblich angelaufen. Aber wie gesagt, das war alles in diesem Bidding Japan Modul Konvolut. Da sage ich nicht nein, aber boah, frag mich nicht, wie das Spiel jetzt gerade ist. Es ist auf jeden Fall da. So, dann haben wir hier The Adventures, Interactive Adventures featuring Hercules, also das Gameboy-Spiel zu dem Disney-Film Hercules. Ist Mist. Ich habe es, glaube ich, eine Quetzig-Folge dazu gewidmet. Boah, ey, es ist so viel Trial and Error und Mist. Es ist natürlich ein Plattformer, wie halt die meisten Spiele, die meisten Filmumsetzungen damals, aber ist echt scheiße. Finger weg hiervon. Manche Lizenzplattformer damals waren ja noch ganz okay, aber das ist echt Müll. Genauso im Prinzip wie hier Casper. Es ist, wenn es zum irgendeinem Film keine Plattformer war, dann war es eine Minispielsammlung und das habt ihr hier und die meisten Spieler haben nicht wirklich was mit dem Film zu tun. So Minispielsammlungen, die sind ganz schlecht gealtert, finde ich, aber immerhin. Das Modul ist in relativ guten Zustand, immerhin. So, dann haben wir hier meinen interessanten Titel und zwar Dr. Franken. Das ist ein relativ interessanter Titel, weil es spielt sich aus der Seitenperspektive und es ist auch so eine Art Action-Adventure. Das heißt, ihr müsst Sachen sammeln und so weiter. Das ist kein Standard-Plattformer. Da haben sie mal wirklich mal was Interessantes probiert, mal ein bisschen was anderes. Und ich mag es einfach, wenn beim Gameboy einfach mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues probiert wird. Also das Spiel
Spiel ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn ihr so ein bisschen den mobilen Stil. Ist auch nicht sehr einfach, es ist auch sehr verwirrend, weil man zuerst so gar nicht wirklich weiß, was man machen soll und so weiter. Aber auf jeden Fall mal einen Blick wert. Den Test könnt ihr bei mir auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr euch mal einen Eindruck von dem Spiel machen wollt. Und dann haben wir noch Pop-Up. Das ist auch ein interessantes Rätselspiel, was mal nicht so wie Tetris oder sowas aufgebaut ist, sondern ihr müsst so einen Ball zu einem Ziel bringen und ihr habt so verschiedene Plattformen und die müsst ihr halt dann entsprechend drehen und so weiter, dass es entsprechend dann abprallt. Ja, auch nicht ganz gutes Spiel, auch natürlich kein Superhit. Auch hier ist das Cover ein bisschen, bisschen ausgeblichen, aber ist okay, denke ich. Und weiter geht's. Hier haben wir jetzt Side Pocket. Das ist eine Billard-Simulation für den Gameboy und das finde ich relativ solide umgesetzt. Ist halt Billard. Man kann nicht viel zu sagen. Ballphysik und so weiter sieht für mich persönlich als Laie okay aus, aber auch da habe ich jetzt noch keine großartig Zeiten rein investiert. Auch da schiebe ich den Test so ein bisschen vor mir, weil was soll man dazu großartig sagen? Es ist halt Billard, ne? Dann haben wir hier Tim und Struppi, der Sonnentempel. Sehr schön, hatte ich mal die OVP zu, die habe ich aber mit dem Chico getauscht, also nur die OVP. War ich halt keine OVP-Sammler halt. Ne? Und auch hier erwartet euch ein schönes Action-Adventure. Auch da habe ich noch nicht so viel reingespielt. Irgendwann bestimmt mal. Dann ein Spiel, was mich so ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Und zwar Prehistoric Man. Das ist ein ganz guter Plattformer eigentlich. Das Problem ist, ich würde super gerne einen Test dazu machen. Ich merke gerade, da will ich hier was anderes fokussieren. So. Seht ihr meine Hand. aber da ja mein Slot bei meinem Retron 5 irgendwie gestorben ist, was Gameboy-Module angeht, kann ich ja nur mit Emulatoren was aufnehmen. Das Problem ist, irgendwie habe ich bisher noch keine ROM-Datei gefunden, wo dieses Spiel vernünftig läuft. Ich weiß nicht persönlich, woran das irgendwie liegt, aber es läuft halt nicht vernünftig und dadurch kann ich halt keine Videoaufnahmen machen. Das ist ein bisschen blöd, aber soll sehr gut sein. Der Weidemann hat es ja auch letztens mal in seinem Stream gespielt. Sah sehr gut aus. So, ein weiteres der japanischen Spiele und zwar, ihr werdet es vielleicht sehen, Dodge Dunpei. Ja, das ist, ich glaube, es war Völkerballspiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber diese ganzen japanischen, da habe ich noch nicht so großartig was reingespielt. Aber es war eine Hudson Soft, also kann es eigentlich gar nicht verkehrt sein. Ne? Also Hudson Soft liefern ja immer sehr gute Spiele eigentlich ab. So, dann haben wir hier Hugo 2. Ich habe ja beim ersten Teil angesprochen, dass ich da etwas enttäuscht war, weil das sich halt so anders gespielt hat als die Sendung. Ja, das ist ähnlich wie die Sendung. Ne? Ihr habt im Prinzip dieselben Minispiele. Ja, ist halt eine Minispielsammlung. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber natürlich, wenn man so mit ein bisschen Nostalgie bezüglich der Fernsehshow rangeht, ist es okay. Ach, hier auch leider das Cover oben ein bisschen ausgeblichen, aber hey, wen stört's? So, dann haben wir hier Cutthroat Island. Auch das, ich glaube, der Film hieß bei uns Die Piratenbraut oder ähnliches. Ja, ist so ein bisschen Prince of Persia Style, würde ich sagen. Ist okay, aber nicht gut. Wobei eher die Tendenzen dazu nicht so gut da ist, muss ich gestehen. Dann haben wir hier ein nettes Puzzlespiel, was bei uns leider nicht erschienen ist, sondern nur in den USA, Dedalian Opus. Aber frag mich gerade nicht, was das Spiel genau war. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ich habe vor einem Jahr oder sowas ein Video zugemacht und es war ganz okay. Ich glaube, ihr müsst irgendein Bild zusammen puzzeln oder irgendwie sowas. Sorry. So. Dann haben wir hier Double Dragon 3, es erschienen ja einige Double Dragon Spiele. Das erste ist gut, das dritte ist scheiße. Finger weg hiervon, deswegen sage ich auch gar nicht mehr viel dazu. Es ist ein Müllspiel und nicht der Mühe wert. Dann haben wir hier The Flintstones und The King Rock Treasure Gedönse.
Ja, auch hier ist ein guter Plattformer, wo, soweit ich weiß, es gibt ja irgendein Flintstone-Spiel, was jetzt ziemlich sehr, sehr teuer ist, was Module angeht. Das ist das auf jeden Fall nicht. Ja, auch da habe ich noch nicht großartig reingespielt. Kommt bestimmt irgendwann nochmal. Dann haben wir hier auch ein interessantes Spiel. Das sind alle interessant, ne? Fantastisch. Und zwar Who Framed Roger Rabbit. Ja, das ist auch so ein Action-Adventure, so ein bisschen aus der Obendrauf-Sicht. Ihr müsst Rätsel lösen. Auch hier habe ich noch nicht so großartig reingespielt, aber ist auf jeden Fall mal was anderes als diese Standard-Plattformer zu irgendwelchen Filmen, ne? Was ein Standardplattformer zu einem Film ist, gutes Stichwort. Boah, Mensch, Panda, diese Überleitung, fantastisch. Der versucht immer hier den Hugo als Gesicht zu fokussieren, ganz schlimm. Plattformer, nicht gut. Finger weg, habe ich schon mal eine Quetzi-Folge zugemacht. So, ich muss immer irgendwie da die Ecke irgendwie abgrenzen. Oder ich muss einfach mal die Gesichtserkennung irgendwie ausschalten. Ich muss mal schauen, wie ich das gleich mal mache. So, dann haben wir hier Cosmotank. Ups, oh, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Entschuldigt bitte. So, Cosmotank, ja, ist ein interessanter Mix. Ihr habt so Szenen, wo ihr aus oben drauf sich einen Panzer durchsteuert und wenn ihr in einen Tunnel fahrt, habt ihr eine 3D-Ansicht. Ist erschreckend gut dafür umgesetzt worden, ist mal ein Blick wert auf jeden Fall. Dann haben wir hier Hook. Das ist natürlich ein Plattformer zu einem Film. Und zwar... Ich bin kein Fan von. Also richtig kacke ist er jetzt auch nicht. Aber ihr spielt halt Peter Pan und habt nur so einen Mini-Dolch irgendwie. Und das macht keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Weil ihr halt so eine geringe Reichweite habt. Ne? Dann haben wir hier ein Titel. Mario und Yoshi ist einer dieser Nintendo-Plattformer. Wie man sieht, das Modul ist relativ durchgenudelt. Den Edding muss ich eventuell mal wegmachen. Ist gut. Aber jetzt nicht mein Lieblingstitel, muss ich sagen. Aber mit diesen Nintendo-Puzzlern auf dem Game Boy kann man eigentlich nicht viel falsch mitmachen. Dann haben wir hier noch einen Puzzler. Und zwar Snoopy's Magic Show. Da habe ich jetzt erst diese Woche, wo das Video erscheint, auch einen Test zugemacht. Ist halt eines dieser frühen Puzzler. Relativ simple Technik. Kann man spielen, muss man nicht. Ist aber mal ein Blick wert auf jeden Fall. Frech wie ich bin, habe ich jetzt einfach drei Spiele mehr hier hingelegt, damit wir auch mal ein bisschen weiter vorankommen. So, es geht weiter und zwar mit Gauntlet 2. Ja, da habe ich mal die NES-Version zu getestet. Gauntlet ist einer dieser alten Spielhallen-Klassiker, wo ihr aus Top-Down-Sicht quasi so ein bisschen Dungeon Grinder euch durch die Level kloppt. Auf dem Game Boy auch sehr solide umgesetzt auf jeden Fall. Denn kommt hier eines meiner absoluten Lieblingstitel und zwar Solar Striker. Ist ein Shoot'em'up, das ja von unten nach oben spielt. Ich habe es als Kind damals gehabt und geliebt. Ich habe es als Kind, glaube ich, nie durchgeschafft. Mittlerweile zum Glück schon. Ja, ist auch vielen sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben, obwohl es eigentlich in dem Genre nichts Besonderes macht. So A-Type und so weiter, da kommen wir da gleich noch drauf. Die machen einfach so ein paar Sachen einfach wesentlich besser. Aber diese Musik alleine, oh, herrlich. Das schwärme ich auf jeden Fall. Wo es genauso aussieht, ist Super Mario Land 2. Das ist mein absoluter Plattformer. Der ist natürlich technisch super, wunderbar. Da haben sie wirklich einiges aus dem System rausgeholt. Wie gesagt, mein Lieblingsplattformer auf den Game Boy. Vor allen Dingen, weil er auch nicht ganz so schwer ist. Den kann man ganz, ganz locker eigentlich relativ durchzocken. Ich weiß, dass ich ihn als Kind auf jeden Fall das Spiel mehrmals durchgespielt habe. Aber ja, hier brauche ich wirklich irgendwann mal ein Upgrade. Oder vielleicht da überlege ich mir, ob ich mir da vielleicht irgendwann mal die OVP holen soll. Hier löst es sich etwas und so weiter. Aber super herrliches Spiel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, ist Mortal Kombat für den Game Boy. Ja, zu der Zeit kam ja Street Fighter auf, Mortal Kombat und so weiter. Und diese Kampfspielgenre war halt sehr groß. Und natürlich musste der ganze Scheiß natürlich auch auf den Game Boy portiert werden. Die hier ist wirklich Müll. Finger weg davon. Spielt es auf jedem anderen System. Vielleicht nicht jeden, aber das ist auf jeden Fall nicht gut. Ja, The Jungle Book. Das ist auch ein Plattformer natürlich zum berühmten Disney-Film von Virgin Interactive. Es ist ja solide umgesetzt, würde ich sagen. Aber das Problem ist, diese ganze Virgin... Disney-Spiele, als finde ich, werde ich nicht so wirklich warm mit. Die haben so ein ganz bestimmtes Spielgefühl, was nicht unbedingt jedem gefällt. Ich fand die alten Capcom-Disney-Spiele einfach wesentlich besser. Hier haben wir dann mit
Ishido. Ich glaube, das erschien bei uns auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Zumindest ist es ja auch ein USA-Modul. Ja, es ist so ein Knobelspiel mit verschiedenen Steinen. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Aber die Regeln, die fallen mir gerade echt nicht mehr ein. Das müsste ich gerade noch mal vor Augen haben. Man muss halt verschiedene Steine, die man abwechselnd mit dem Computer auf irgendein Spielbrett legt, und so kombinieren, dass man halt, ja, gewinnt. Überraschung, ich weiß. So, dann haben wir hier Mega Man Dr. Wily's Revenge. So, komm, fokussiere mich. Das war mein erstes Mega Man Spiel meiner Kindheit, mit dem ich mal Kontakt hatte. Also grundsätzlich, das sind alles leider nicht meine Module aus meiner Kindheit. Das habe ich alles nachkaufen müssen, weil meine Mama, als ich ausgezogen bin, das halt alles irgendwann mal verschenkt hat. Naja, ist halt so, leider. Wäre natürlich schön, wenn man seine eigenen Module noch hätte. Aber naja, auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Habe ich damals, glaube ich, auch nie durchgespielt. Habe ich auch einen Test zu gemacht. Finde ich sehr schön, aber ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer. Dann haben wir hier Mickey's Dangerous Chase. Auch ein Puzzlespiel, mal ganz nett. Aber auch vergessbar, weil mir fällt gerade nicht mehr dazu ein. Also kann es nicht so einen großen Impact bei mir gehabt haben. Ich glaube, ihr müsst da irgendeine Kiste, ich glaube Seitenansicht, boah, nagelt mich gerade nicht fest. Der Test ist auch schon länger her. Das Modul ist auch etwas angegelbt, sage ich mal, aber naja, hey, ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist Primal Rage. Ist auch eines dieser Klopfspiele natürlich. Der Game Boy ist einfach nicht für diese Art der Klopfspiele gemacht. Es wurde natürlich jeder Scheiß portiert. Ich glaube, der ist jetzt nicht ganz so kacke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wirklich gut ist halt anders. Ne? Das System ist halt einfach nicht darauf ausgelegt. Schon allein von der Buttonanzahl und von der Schnelligkeit und so weiter. Deswegen, ja, ist halt so leider so eine Sache. Dann haben wir hier F1 Race. Und zwar, ja, das Modul ist leider hier, das Label ist etwas ausgeblichen oben. Das Spiel hatte ja wirklich jeder damals. Das wurde ja damals mit diesen 4-Spiele-Adapter ausgeliefert, was natürlich nicht jemand benutzt hat, weil man nie 4 Leute mit einem Gameboy zusammengekriegt hat. Ja, nettes F1 Rennspiel aus der Rückenperspektive, hat allerdings natürlich ein paar Fehler, wie zum Beispiel, dass man bei einer Runde immer Erster werden muss und so weiter. Ja, ist okay, aber es gibt bessere Rennspiele. Aber es ist ein sehr, sehr früher Titel gewesen. Das Spiel habe ich früher gemocht, und zwar WWF Superstars. Das wurde damals noch von Rare entwickelt, ja, dem Rare. Der zweite Teil wurde von einer anderen Firma entwickelt. Super, super Wrestling-Spiel. Ging ich damals voll drauf ab, obwohl ich irgendwie nie Wrestling gesehen habe. Aber die ganzen Kämpfer kannte man natürlich und die wichtigsten waren dabei. Mein Lieblingscharakter hier war immer der Ultimate Warrior. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Manche sagen, der zweite Teil ist besser, manche sagen, der erste Teil ist besser. Ich finde, beide haben ihre Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Dann haben wir hier Mega Man 2. Also Mega Man Titel gab es natürlich so einige auf dem Game Boy. Ich glaube, das ist sogar ein etwas teurerer Titel. Gut, das Label ist hier etwas angeknauscht, sage ich mal. Habe ich noch nicht großartig reingespielt, soll aber ein, also im Vergleich zu Mega Man Spielen relativ einfach sein. Deswegen habe ich den Mut, da auch irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit rein zu versenken. Dann haben wir hier Quirk. Habe ich damals als Kind gehabt und geliebt. Ist ein kleines Puzzlespiel. Ihr spielt eine Tomate mit einem Iro, wie man hier sehen kann. Durch irgendwelche Labyrinthe muss dann halt Blöcke verschieben und so weiter, um halt zum Ausgang zu geraten. Fängt einfach an, wird aber später sehr, sehr knifflig. Dann haben wir hier Boulder Dash. Ja, ist halt, glaube ich, ist das ein Spielhallenspiel? Oder auf jeden Fall war es damals sehr populär. Wurde damals halt auf, quasi auf alles portiert, was irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen ist oder war. Ja, ihr grabt durchs Erdreich, müsst auf fallende Steine aufpassen und so weiter. Ach, ich muss euch nicht Boulder Dash erklären, die meisten von euch werden das wissen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Kindheitstrauma, und zwar Top Gun Guts and Glory. Das hatte ich nämlich auch als Kind. Ja, ist ein Kampfjet-Simulator aus der Ego-Perspektive, aber nicht gut, weil ja, der Game Boy, der ist halt nicht darauf ausgelegt, ne? Und das berühmte Landen, das sollte vielen noch im Kopf geblieben sein. Ja, es ist halt ganz schlecht gealtert und war damals schon ehrlich gesagt nicht super, aber man hat ja, ne, wir hatten ja nichts, deswegen haben wir ja gespielt und gespielt und gespielt und wollten es gut finden.
Dann haben wir hier Batman. Ein kurioses Spiel, weil es eigentlich nicht viel mit Batman zu tun hat, außer den Namen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel eigentlich irgendwas anderes werden wollte. Ja, er spielt einen Mini-Batman quasi mit einer Knarre. So, Fokus, hier mal hier. Das ist Batman. Bisschen mehr Respekt. Und schießt Leute ab, was eigentlich ja nicht so Batman-Style ist. Aber naja, ist okay. Action-Plattformer halt. Das habe ich auch als Kind gespielt und zwar habe ich es nicht selber gehabt, aber ich habe schon damals gemerkt, dass es nicht so meins ist. Amazing Spider-Man, ich habe es mir damals von einem Schulkumpel ausgeliehen. Ich wollte es mögen, aber es ist nicht gut. Ich weiß nicht, Die Steuerung ist sehr hakelig, ist teilweise unfair. Viele mögen das Spiel, aber es war nicht umsonst eines meiner ersten Spiele für Retro Panda quält sich. Ich werde mit dem Spiel nicht warm, ich finde es kacke. So. Es ist ausgesprochen. Ich find's kacke. Aber ich hab's trotzdem in meiner Sammlung natürlich. So, und dann haben wir hier als letztes noch Marble Madness. Sollte auch jedem bekannt sein. Auch altes Spielhallenspiel. Ihr steuert eine Murmel durch Labyrinthe. Habt natürlich so ein bisschen Murmelphysik. Müsst Hindernisse überwinden, bla bla bla. Ist relativ schwer, muss ich sagen. Aber ich glaube, es gibt keine Version von Marble Madness, die einfach wäre. Ist halt solide umgesetzt. Dann haben wir hier einen absoluten Klassiker, den ich damals als Kind mir von einem Kumpel ausgeliehen habe und komplett, aber wirklich komplett unterschätzt habe, weil es war Englisch und ich habe über irgendwie nichts gerafft und es war dann plötzlich Plattformer und es war dann plötzlich Oberwelt, Draufsicht und oh, ich habe nicht gerafft, aber das Spiel ist echt der Hammer. Es kombiniert so ein bisschen, ja, wie gesagt, so ein bisschen rollenspielmäßig mit 2D-Plattformer-Elementen, so ein bisschen wie Zelda 2, so ganz grob, mit einer sehr, sehr mobilen Stimmung, sehr, sehr schöne Technik, ist eines der ganz, ganz frühen Spiele. Kann ich nur jedem ans Herz legen, das geht nicht umsonst einer der Klassiker, ist allerdings natürlich nicht sehr einfach. Was auch nicht sehr einfach ist, aber auch es nicht wert ist zu spielen, Bart Simpsons Escape von Camp Deadly, auch ein Plattformer. Wie ihr wisst, habe ich so ein besonderes Verhältnis zu den Simpsons-Spielen. Und zwar ganz besonders wegen so einem Spiel, das kommt noch, aber die sind eigentlich alle kacke, die Gameboy-Spiele. Die kann man alle an der Pfeife rauchen. Was damals wirklich unter dem Namen Simpsons an Videospielen herausgebracht wurde, ist echt schlimm. Also, nee. Wenn ihr es ernsthaft spielen wollt, Finger weg. Dann Motocross Maniacs, was so ein bisschen an Excitebike vom NES erinnert, so ein bisschen aus der Seitenansicht, steuert ihr halt mit eurem Motocross-Motorrad, ich weiß, Überraschung, dö, durch irgendwelche Hindernisparcours. Ist auf jeden Fall einen Blick wert, macht Spaß, auch das ist natürlich nicht gerade einfach. Dann haben die Battletoads, die berühmten, natürlich auch so ein paar Einstände auf den Gameboy gehabt. Das hier ist der zweite Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe, und zwar Battletoads and Ragnarok's World. Ist ein sehr solider Titel, kann man Spaß, macht auf jeden Fall Spaß, ist ein Beat'em-up natürlich. Ist meiner Ansicht nach nicht ganz so schwer wie die NES-Version, wie die berühmte, die wirklich diese frustrierenden Elemente hat. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wenn ihr auf das Genre steht, ganz auf jeden Fall. Was auch ein Blick wert ist, hier aber in Deutschland oder in Europa nie erschienen ist, ist Kingdom Crusade. Da habe ich ja mal vor Urzeiten eine Strategiespielwoche für Gameboy gemacht. Hat so ein bisschen Kombination, na, von Schach nicht, aber ihr habt da ein Spielfeld, wo ihr bestimmte Kämpfertypen zieht und dann könnt ihr da halt den Bogen erobern und die Gegner erledigen und so weiter. Für ein Gameboy finde ich ein sehr, sehr schönes Spielprinzip, was auch relativ ambitioniert ist. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen meiner Strategiespielen für den Gameboy Ausschau haltet. Dann haben wir hier noch einen sehr guten Titel und zwar Darkwing Duck. Ja, herrlich. Es mutet natürlich ein bisschen an Mega Man an, auch dass ihr zum Beispiel am Anfang levelfrei auswählen könnt und so weiter. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Action-Plattformer. Ich habe jetzt bei mir in den Kommentaren gelesen, ich weiß nicht, wer von euch das geschrieben hat, aber es ist etwas schade, dass natürlich nicht diese Motorrad- und Flugzeug-Level irgendwie so als Shoot'em-Ups mal reingebracht haben. Aber abgesehen davon ist das ein echt guter Titel, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich merke schon hier die Reihe, der Aufbau hier, der hat nur gute Titel. Und zwar haben wir hier Probotector. Habe ich als Kind gehabt, geliebt, ist natürlich in Amerika und so weiter unter Contra bekannt. Super One-and-Gun-Game. Muss ich nicht viel zu sagen, dürfte den meisten von euch bekannt sein. Dann haben wir hier einen sehr späten Titel, V-Ready. Es ist ein wirklich
Hammer-Rennspiel für den Gameboy. Technisch haben die da echt so einiges rausgeholt. Wenn ihr mal ein gutes Rennspiel auf den Gameboy spielen wollt, auch aus Rückenperspektive, ähnlich wie F1 Race, was wir gerade hatten, kann ich euch dieses Spiel wirklich nur allerwärmstens ans Herz legen. Super Ding. Denn hier auch ein Spiel, was ich als Kind damals geliebt habe. Und wie ihr seht, leider ist das Modul in, naja, also da brauche ich wirklich mal ein Upgrade. Vor allem, weil das so ein besonderes Spiel für mich ist. Oder vielleicht ist das sogar ein Kandidat für eine OVP irgendwann mal. Habe ich als Kind geliebt. Es gibt natürlich auch die NES-Version von, ist ein Hammer-Plattformer. Kann ich nicht nur empfehlen, aber auch das ist kein Geheimtipp. Super, super Serie und super Spiel auf jeden Fall dazu. Was vielen nicht so bekannt sein dürfte, was aber auch eines meiner ersten Spiele war, weil ich das als Kind nämlich hatte, ist Quix. Ja, wie erklärt man Quix? Ist auch so eine Art Rätselspiel. Und ihr bewegt so einen kleinen Marker und müsst halt Bereiche in einem Feld markieren. Das war, glaube ich, mein dritter Test, den ich über Gameboy gemacht habe oder irgendwie sowas. Sehr, sehr schön und habe natürlich auch Hindernisse, die ausweichen müsst. Ist mal ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich meine sogar auch, dass es ein Arcade-Vorbild gehabt hat, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und mein Arm wird langsam lahm durch die Kamera halten, muss ich sagen. Deswegen versuche ich es mal mit der anderen Hand. Was natürlich nur halb so elegant ist, merke ich gerade. So, Raging Fighter, auch das ist einer dieser Beat'em-Ups. Ich glaube, das war exklusiv für den Gameboy, wenn ich mich nicht hundertprozentig irre. Nimmt auch alles nicht, was ich sage, für hundertprozentig voll. Ich sammle zwar, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht die Expertenhoheit, sage ich mal. Ja, ist auch eines dieser Kampfspiele im Stile von Street Fighter und so weiter, ist aber eher vergessbar. Ist aber auch nicht ganz so mies wie Mortal Kombat, muss man sagen. Von daher geht's eigentlich. Dann haben wir hier Lucky Luke, auch ein relativ später Titel. Auch hier eines dieser Infogram-Titel, wie man unten sieht. Sehr, sehr schön umgesetzt. Hier, ja gut, das Modul hat schon bessere Zeiten gefunden, aber immerhin ist das Label ja komplett. Das hat ausgeblichen, das Modul ist halt auch so etwas vergilbt. Sehr, sehr schöne Technik, sehr, sehr schöne Musik. Ja, Lucky Luke, Plattformer, Action-Plattformer natürlich, wie halt auch die Schlümpfe und so weiter. Empfehlenswerter Titel auf jeden Fall, wenn ihr mal einen richtig guten Plattformer spielen wollt, der auch ein schönes Feeling dabei hat, sagen wir es mal so. Jedenfalls die Vorlage sehr, sehr passend umgesetzt. Dann haben wir ein sehr kurioses Spiel, was auch nur in den USA erschienen ist, und zwar Fish Dude. Ist auch gar nicht so billig. Also hier in Europa kriegt man das Modul billiger als in den USA auf jeden Fall. Es hat also dieser ganz frühen, sehr kuriosen Spiele. Bei dem Titel und bei den Cover kann man sich natürlich auch vorstellen, warum sich das nicht so großartig verkauft hat. Ja, es ist ein bisschen, wie heißt das, moderne Spiele? Itch.io oder irgendwie sowas? Nee, irgendwie gab es da so ein Spiel, wo er klein startet und dann halt immer kleinere Sachen isst, um damit größer zu werden. Und dann könnt ihr natürlich die etwas größeren Sachen essen und so weiter. Und sowas ist das hier im Prinzip auch. Ihr startet als kleiner Fisch, müsst dann kleinere Fische essen, bis ihr dann wächst. Dann könnt ihr dann halt die mittelgroßen Fische essen und so weiter. Ist mal sehr interessant und mal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Modul ist leider nicht unbedingt das günstigste. Also über 10 Euro muss man da oder eigentlich bezahlen. Das habe ich bei einer Auktion bekommen, wo ich irgendwie 7, 8 Euro für bezahlt habe. Dafür finde ich es fair. Dann haben wir hier Wave Race. Ja, die meisten, ne, komm, so. Die meisten werden den Titel vom N64 her kennen. Sehr, sehr großer, geiler Titel damals gewesen, aber die Gameboy-Umsetzung ist. Ja, Finger weg von der. Also nicht Finger weg, es ist keine komplett Vollkatastrophe, aber so richtig gut ist es halt auch nicht. Es ist halt, dass ihr auf diesen Jetskis Rennen fahrt und das ist auf den Gameboy nicht so wirklich geil umgesetzt. Ist aus der Top-Down-Perspektive. Dann haben wir hier King of the Zoo. Ja, auch so ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Puzzlespiel ist falsch, glaube ich. Sportspiel vielleicht. Ihr bewerft euch halt mit anderen Tieren mit Bällen. Ja, ist okay. Aber mehr auch nicht. Dann haben wir hier Monster Mix.
Das ist, ja, da hat mir der Herr, der gute Weidemann, mir das mal bei einer Sache beigelegt. Ich glaube, da war das bei dem Wichtelpaket bei. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ja, Zustand ist okay, würde ich sagen. Ein bisschen ausgeblichen, ein bisschen vergilbt. Scheint so eine Art Action-Adventure aus isometrischen Sicht zu sein. Ich bin ja nicht unbedingt der Fan von der isometrischen Sicht, aber ja, mal gucken, weil ich da mal Zeit habe, mal ein bisschen näher einzutauchen. So, das nächste Spiel, das dürfte jeder kennen. Tetris. Ja, fokussiert Tetris. Muss hier nichts zu sagen, oder? Tetris. Und dann haben wir hier Micro Machines 2, die Turbo Tournament Edition. Ja, Micro Machines ist ein sehr, sehr interessantes ja, Rennspiel. Ich weiß, dass ich das damals auf Windows 3.1 auf dem 386er hoch und runter gespielt habe. Und zwar ja, ist das so Miniaturautos, diese Micro Machines, das ist ja ein Spielzeughersteller. Und ihr Spiel steuert dann, die Besonderheit ist es halt, dass ihr die Autos dann nicht über normale Strecken steuert, sondern halt so über einen Küchentisch und so weiter. Und natürlich auch verschiedene Hindernisse habt. Ist interessant, auf jeden Fall mal einen Blick wert, würde ich sagen. Und dann haben wir hier mal wieder ausnahmsweise ein Puzzlespiel. Und zwar Dr. Mario. Ja, ist auch ein Tetris-Style-Puzzlespiel mit einem Nintendo-Charakter. Ich glaube, damals gab es echt viele davon. Aber hey, Tetris war super erfolgreich. Wegen kann man das verdenken? Ja, ist eigentlich auch sollte Pflicht in jeder Sammlung sein. Dann haben wir hier Asterix. Und zwar wieder einer dieser schönen Infogramm-Titel. Technisch sehr gut gemacht, erinnert mich so ein bisschen von der Optik her und so weiter an den ersten Super Mario Land Teil. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, schöner Plattformer. Also Infogrames mit diesen französischen Comic-Charakteren hat wirklich sehr, sehr schöne Spiele damals gemacht, die man sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte. Dann haben wir hier Terminator 3. Auch da habe ich, wie glaube ich, viele eine Art Kindheitstrauma in Anführungsstrichen. Und zwar wegen dem ersten Level, weil das nicht sehr eindeutig ist zu schaffen. Deswegen habe ich in meinen Tests ja auch erwähnt, wie man das schafft. Man muss so Funktürme in einer gewissen Reihenfolge erledigen. Ansonsten ist es ja, folgt so ganz, ganz lose dem Film, ist nicht nur ein Plattformer, sondern man hat auch so Motorradfahrszenen drin, Puzzle, also Sachen. Sie haben schon versucht, ein bisschen was zu machen. Aber das erste Level, ey, ich sag euch. Dann haben wir hier Donkey Kong Land. Hier ist das Cover leider etwas, naja, nicht ganz so gut. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Donkey Kong Land haben ganz viele Spiele, dass das da oben so etwas, naja, ist. Es ist zumindest gefühlt gebräuchlicher als bei anderen Spielen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, nach Donkey Kong Country, super großen, super Hit auf Super Nintendo, mussten sie natürlich das auch auf den Game Boy machen. Haben den Stil ganz gut eingefangen, aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt sehr passend für den Game Boy, weil es etwas unruhig ist. Ist aber natürlich immer noch ein guter Plattformer auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Maus. Das ist ein aus der isometrischen Perspektive so ein bisschen ein Puzzlespiel. Man muss auf Gegner aufpassen, Rätsel lösen und so weiter. Finde ich erstaunlich für ein Spiel, was wahrscheinlich eher so an Kinder gerichtet ist. Ein sehr, sehr schweres Spiel. Aber abgesehen davon hätten sie wesentlich schlimmer machen können. Dann haben wir hier ein Spiel, Dyna Blaster bzw. Bomberman ist das im Prinzip. Das wurde hier in Europa halt oft halt Dyna Blaster genannt. Keine Ahnung warum jetzt da die verschiedenen Namen waren. Habe ich als Kind gehabt, aber total vergessen. Ich wusste, dass ich so ein Spiel hatte und es geliebt habe, aber ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Bin dann aber durch Zufall drauf gestoßen und es ist sehr, sehr schön. Es hat eine sehr, sehr schöne Einzelspielerkampagne quasi, wo ihr verschiedene Städten reist, euch verschiedene Upgrades freischalten könnt und so weiter. Ich finde es super, Musik ist super, Technik ist super, kann man echt nicht meckern. Auch nicht meckern, Jurassic Park The Lost World, das ist das Spiel zu dem zweiten Kinofilm, glaube ich. Ja, es ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Plattformer und ist ganz gut umgesetzt worden eigentlich. Also da hättest du uns wesentlich schlimmer treffen können, sage ich mal. Ne? Dann haben wir hier das erste Pokémon-Spiel. Und ich muss gestehen, ich kann mit Pokémon nichts anfangen. Ich weiß, die Schnapsgläser, obwohl ich habe, wo wir gerade die Schnapsgläser erwähne, ich habe es gar nicht so oft solide gesagt. Ne? Ich bin sehr stolz auf mich. Aber mit dem Pokémon-Spiel wurde ich nie warm. Ich habe es auch auf der Switch Pokémon Go angefangen.
ich werde damit nicht warm. Also als Pokémon groß war, war ich schon ein bisschen aus dem Alter raus. Ich bin ja Baujahr 81, da war das schon so etwas Kinderkram und uncool, so ein bisschen. Ich wurde mit dem Spielprinzip und sowas nie warm. Ich weiß, viele lieben die abgöttisch, aber nicht mein Bier irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich werde einfach nicht warm damit. Ich erkenne an, dass die Spiele gut sind, aber keine Ahnung. Naja. Was auch nicht gut ist, also nicht, dass das jetzt so schlimm wäre wie Crash Test Dummies, um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht gesagt haben. Nicht, dass jetzt gleich in den Kommentarfeldern hier irgendwie der große Aufstand losgeht, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Crash Dummies, ja, war eine Spielzeugserie damals, ich glaube auch ein paar Zeichentrickfolgen gab es da, ist aber nicht gut. Minispielsammlung, nicht gut. Dann haben wir hier ein weiteres Pokémon-Spiel, no, blau, wie man sieht. Auch hier ist das Cover so etwas oben ausgeblichen, aber ja gut, die beiden Pokémon-Spiele, da habe ich jetzt nicht aktiv nachgesucht, muss ich sagen. Das waren beides so Beifänge, die halt, wenn man Konvolut kauft, ist eigentlich relativ häufig, dass ein Pokémon-Spiel dabei ist, weil die waren halt saupopulär damals und dadurch gibt es die halt wirklich ganz viel, ne? Ein Spiel, was ich wirklich lieben gelernt habe, ist Parodius. Und zwar habe ich erst, ist das ein Schmob, also ein Shoot'em'up. Und ich habe die Liebe zu dem Genre erst kürzlich oder ja, bei dem Testen hier der Spiele immer so etwas ja, bekommen, sage ich mal. Wo ich nicht gut darin bin. Also das will ich auch gar nicht behaupten. Aber Parodius gefällt mir so als Reihe, weil, wie der Name schon sagt, das Genre so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also es ist natürlich gut umgesetzt, aber ja, es ist alles nicht ganz so ernst und ihr habt nicht die bösen Alien-Raumschiffe, sondern kämpft schon mal gegen fliegende Pinguine oder sowas. Finde ich mal einen schönen Ansatz auf jeden Fall. Dann haben wir hier Turtles Back from the Sewers. Ja, ich finde es voll schade, dass die Serie damals an mir vorbeigegangen ist. Diese Turtles-Serie hat ja 3 Teile auf den Game Boy. Ich war super großer Turtles-Fan damals, aber ich weiß nicht warum. Aber die Spiele sind an mir vorbeigegangen. Das ist der zweite Teil, wie der Name schon andeutet. Super Beat'em'up kann ich nur empfehlen. Manche sagen, der erste ist besser oder der zweite oder der dritte. Jeder Teil hat was für sich. Zum dritten Teil kommen wir noch. Da habe ich so meine eigene Meinung. Ja, also es sind beide, die ersten beiden Teile sind gleich, der dritte ist etwas anders. Es sind beide gut. Ich kann mich immer nicht so entscheiden, welcher besser ist. Es haben beide ihre Vor- und Nachteile, sage ich mal. Dann haben wir hier Kirby's Pinball Land. Ja. Ja, schönes Pinball-Spiel. Auch Pinball bin ich nicht der große Fan, aber dadurch, dass das so ein bisschen Kirby macht, wird das etwas aufgelockert. Finde ich nicht schlecht. Da gibt es einen Bosse quasi, die man erledigen muss und so weiter. Finde ich dahingehend nicht schlecht. Dann haben wir hier Wario Blast. Ist im Prinzip eine Variation von Bomberman. Muss ich nicht viel zu reden. Ist auch sehr gut umgesetzt. Eigentlich ist, glaube ich, sogar vom Hersteller von Bomberman entwickelt worden unter Lizenz. Mir fällt der Name gerade nicht ein, wie sie hießen. Ist hier was auf dem Cover? Nee. Also der Bomberman ist auf jeden Fall auch mit dabei als spielbarer Charakter. Ja, ist gut, aber ich mag Dino Blaster auf jeden Fall lieber. Dann haben wir hier, ja, da ist mir leider hier, wie man sieht, ist das Modul, ich weiß gar nicht, ob das schon so war oder ob mir das irgendwie runtergefallen ist, ist leider, also da brauche ich hier mein Upgrade oder ähnliches, das ist hier nämlich ziemlich, oder kann sein, dass ich es bei eBay gekauft habe, glaube ich sogar, und dann hatte das ziemlich blöd in irgendeinem Luftpolsterumschlag oder noch nicht mal verpackt und dadurch ist es kaputt. Ja gut, läuft aber noch. Deswegen, ja, da muss irgendwann mal auf jeden Fall mal ein Upgrade hin. Ja, das ist der erste Teil von den Turtles Beat'em'up Spielen. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Also da hat wirklich Konami bei den Titeln gut was rausgehauen. Super Ding. Dann ein Spiel, was ich verehre. Und komischerweise geht es vielen anderen so, obwohl neutral betrachtet ist das Spiel gar nicht so geil. Es hat Schwierigkeiten, der Sprung fühlt sich manchmal komisch an und so weiter. Aber ich habe das Spiel geliebt. Auch ein Rare-Spiel. Musik ist super. Ist ein Action-Plattformer und ihr spielt einen Ritter mit Schwert. Aber nicht den hier. Das weiß ich auch, dass ich damals sehr enttäuscht war, weil der plötzlich eine Plattenrüstung da im Spiel anhatte. War mein erster Gameboy-Test überhaupt, den ich gemacht habe. Ist natürlich das Video, naja, so die ersten Tests, ja, ist überarbeitungswürdig, sage ich mal. Aber das Spiel ist echt der Hammer und komischerweise, es geht vielen so.
Was ich irgendwie mich wundert, zu etwas ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, neutral betrachtet gibt es so viele bessere Spiele eigentlich, aber das Spiel ist irgendwie bei vielen hängen geblieben. Ich weiß auch nicht wieso. Dann haben wir hier Magnetic Soccer, das ist etwas kurios und zwar ist das Tischfußball. Und das erschien, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur bei uns in Europa. Und die Besonderheit ist, Nintendo hat das entwickelt. Nintendo hat einen Tischfußball-Simulator für den Game Boy entwickelt. Der ist halt Tischfußball. Also gibt es auch eine Besonderheit, verschiedene Untergründe, sowas wie Eis und so weiter. Aber es ist halt Tischfußball. Ne? Also, ja, Tischfußball. Auch vom Umfang her finde ich es etwas schade. Es gibt keinen Turniermodus oder Karrieremodus oder ähnliches. Sehr kurios, finde ich persönlich. Aber naja, gut. Denn Burger Time Deluxe ist eine alte Arcade-Umsetzung. Ja, ist halt so, also wirklich uralt Arcade. Wo ihr halt verschiedene Plattformen habt, einen Bildschirm und ihr müsst dann halt Burger bauen, indem ihr halt so Brötchen runterfallen lasst und so weiter. Dürfte den meisten wahrscheinlich ein Begriff sein. Ist, Achtung, solide umgesetzt. Dann haben wir hier Alleyway. Auch das hatte ich als Kind, auch eines der ganz, ganz frühen Titel, der von Nintendo direkt kam. Ist halt so eine Art Breakout-Klon oder Arkanoid-Klon, je nachdem, wie man das nennen will. Ihr habt halt dieses Paddel unten und müssen halt den Ball entsprechend abprallen lassen, um irgendwelche Blöcke zu entfernen. Ist solide umgesetzt, aber sollte wahrscheinlich eher so mal die Technik des Gameboys demonstrieren. Ne? Das sind diese frühen Titel, die von Nintendo selbst kamen. Die wollten halt dann halt einfach zeigen, hier, komm, das System, das kann was, guck mal, ne, was alles damit möglich ist. Dann haben wir hier ein japanisches Modul und zwar Track Meet ist das. Das ist so ein bisschen wie Track and Field, so ein bisschen eine Leichtathletik-Simulation mit verschiedenen Sportarten und ja, ist im Prinzip eine Minispielsammlung in der Hinsicht halt eines dieser Sportspiele. Ist auch in Deutschland erschienen, aber weil es die japanische Version ist, habe ich glaube nur 1,50 Euro oder dafür bezahlt. Passt, ne? Dann haben wir hier ein Wrestling-Spiel, King of the Ring. Ich glaube, das soll nicht so gut sein. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich reingespielt. Ist von LGN. Ja, LGN ist ja, wer irgendwie Videogame-Nerd regelmäßig guckt, sehr, sehr verschrien. Muss ich mal gucken, ob ich da mal einen Test zu mache oder eine Quetzi-Folge auf jeden Fall. Denn ein Spiel, was ihr im Prinzip hinterhergeworfen bekommt. Aber was ich persönlich relativ unterschätzt finde, ist Othello. Und zwar ist das ja die Umsetzung des Brettspiels. Ich glaube, das heißt auch Othello, das Originalbrettspiel. Ich bin mir aber gerade etwas unsicher, ehrlich gesagt. Ja, ihr müsst so abwechseln mit dem Computer halt weiße und schwarze Steine. Und immer wenn die Steine zwischen einer Linie sind von euren, dann wechseln sie die Farbe. Und ihr Ziel ist es halt, das Spielfeld. Also, ich bin in sowas erklären, bin ich voll schlecht. Es ist aber wirklich gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, ihr kriegt das Ding wirklich für 2-3 Euro maximal. Deswegen ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert, finde ich. Dann haben wir hier das dritte Turtle-Spiel, Radical Rescue. Ja, so, komm. Das macht so etwas anders und zwar so ein bisschen Metroidvania-mäßig, wo ihr etwas erkunden müsst und relativ offen gestaltet. Finde ich persönlich, finde die anderen Teile besser, weil die geradliniger sind und es ist echt nicht einfach. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch sehr, sehr gut, was ich wirklich ewig gesucht habe, was auch eines der teureren Module ist. Ich habe da, glaube ich, knapp 30 Euro für bezahlt. Dafür, finde ich, ist der Zustand aber sehr, sehr gut. Ist Kid Dracula. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist ja offiziell, glaube ich, sogar Teil der Castlevania-Serie. Wie der Name schon sagt, spielt er den kleinen Dracula in diesem Plattformer. Sehr, sehr schöner Stil. Sehr, sehr schöne Musik. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, das Modul ist leider etwas relativ teuer. Da war ich ganz froh, dass ihr das endlich mal auf der Pixelbörse in Düsseldorf gefunden habe, weil ich das schon so ein bisschen länger im Kopf und in den Augen hatte. Preis war, finde ich, auch fair. Allgemein, wenn mir das Modul das einigermaßen wert ist, kaufe ich das auch. Der Weinemann sagt ja auch immer so, seine Bauchgrenze für irgendwelche Spiele sind so ungefähr 100 Euro. Muss ich sagen, die Ansicht teile ich auch. Und wenn einfach ein Modul wirklich teuer ist und man weiß das, dann hat man da halt auch mehr. Würde ich natürlich jetzt auch nicht für jedes Spiel bezahlen. Wenn ich weiß, dass das Spiel scheiße ist, dann würde ich mir das natürlich für den Preis nicht kaufen. Nur weil es selten ist, sehe ich nicht ein, irgendwelche hohen Preise zu bezahlen.
Apropos Scheiße, Gremlins 2. Das ist auch echt nicht gut, das Spiel. Das ist einfach viel zu schwer. Obwohl von der Technik her ist es eigentlich sehr, sehr gut gemacht, aber Finger weg. Plattformer, ne, zum Spiel, Pi mal Daumen. So, und mal wieder ein schönes Infogrames-Spiel, und zwar die Schlümpfe. Auch da sehr, sehr schöne Technik, Plattformer natürlich, alles solide umgesetzt. Schöne Musik, kann man nicht viel falsch mitmachen. Mit dem Super Nintendo-Teil bin ich ja nicht warm geworden, aber das Gameboy-Teil ist sehr gut. So, und zwar haben wir hier noch Bugs Bunny Crazy Castle. Ja, da habe ich ja schon erwähnt, dass, so, dass das Hugo ein Reskin ist, quasi davon. Ja, ihr spielt halt Bugs Bunny. Ich glaube, von dem Spielprinzip gab es tausende Reskins gefühlt. Ja, steuert ihn durch verschiedene Räume, mit Schlüssel einsammeln, Gegner ausweichen, so Türen verschwinden und so weiter. Ich denke mal, die meisten werden es von euch schon mal gesehen haben. Ja, hier habe ich das Label leider, ist halt ziemlich ab. Probotector 2. Ich wusste bis vor quasi kurzem gar nicht, dass es da einen zweiten Teil für gibt, weil ich den ersten Teil geliebt habe, ist genauso gut wie der erste, wobei natürlich durch die Kindheitserinnerung finde ich persönlich den ersten Teil wesentlich besser. Nicht wesentlich besser, aber ist besser, aber es ist, heißt nicht, dass das hier ein schlechtes Spiel ist. Ja, auch da, ich glaube, den muss ich mal hier zumindest mal festkleben oder sowas. Aber wie gesagt, da die bei mir eh meistens in diesen DS-Höhen landen, ist das jetzt halb so wild. So, das Spiel hatte ich auch damals, Pinball-Spiel, Pinball Revenge of the Gator. Keine Ahnung, warum ich das damals gehabt habe. Ich habe es aber doch ab und zu gespielt. Ja, ist ein Flipper mit einem Tisch. Solide umgesetzt, aber nicht mehr und nicht weniger. Ist eines der frühen Titel. Ich glaube, viele haben es damals gehabt. Ja, ein Flipper, ich weiß nicht. Ich bin kein Flipper-Fan. War ich noch nie. Echt vielleicht schon, aber da habe ich bisher zu wenig gespielt. Noch ein Spiel, das ich als Kind hatte, was aus irgendwelchen Wegen zu mir geraten ist. Ich weiß nicht, ich habe es damals nicht gerafft, weil alles Englisch und das Cover sieht wirklich, sagen wir mal ehrlich, mit dieser Word Art Schrift da, Power Mission. Aber es ist ein sehr schönes Spiel, und zwar ist das ein Rundenstrategiespiel. Ihr habt halt verschiedene Flottentypen, die ihr euch auswählen könnt mit verschiedenen Schifftypen, Gottes Willen, und Flugzeug und so weiter. Und spielt halt rundenweise gegen den Computer. Sehr interessant, finde ich gar nicht so schlecht gemacht eigentlich. Und Rundenstrategie gibt es auf den Game Boy eh wenig. Dann haben wir hier einen absoluten Klassiker, Wario Land, Super Mario Land 3. Na, komm. Jetzt hat es aber gerade schwer mit dem Fokussieren. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Ja, ist an mir damals vorbeigegangen. Da habe ich schon nicht mehr so oft Game Boy gespielt. Ich fand aber für diesen zweiten Teil einfach wesentlich besser. Es steuert sich etwas langsamer. Ich finde es vernünftig, dass sie damals auch den Schritt gemacht haben und das. Ja, keinen dritten Mario-Teil gemacht haben, sondern es quasi etwas anders angegangen sind, weil Super Mario Land 2 ist schon fast quasi perfekt. Bis auf vielleicht ein paar Slowdowns und so weiter. Ja, gehört auch in jeder Sammlung. Yoshi's Cookie, auch einer dieser netten Nintendo-Puzzle-Spiele. Bin ich erst kürzlich drauf gekommen, habe ich auch einen Test dazu gemacht. Und zwar durch die bessere Hälfte von dem Retro-Joe, Grüße an dieser Stelle, die dieses Spiel ja immer sehr, sehr abgefeiert hat. Da war ich mal neugierig und es macht wirklich Spaß. Es ist eins der besseren Puzzle-Spiele der Art auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe glaube vor 2 Wochen, wenn das hier erscheint, habe ich einen Test dazu gemacht. Guckt euch das Video an, empfiehlt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier Street Fighter 2. Ne? Wir ganzen Klopp-Spiele sind wir jetzt endlich mal zu dem Auslöser des ganzen Hypes gekommen. Street Fighter 2, auch für den Game Boy erschienen. Habe ich noch nicht so großartig reingespielt. Ich habe aber gehört, dass es nicht sehr gut sein soll. Aber wie gesagt, der Game Boy ist für dieses Genre einfach nicht ausgelegt. Dann haben wir hier Fortified Zone. Da war ich sehr überrascht. Ist ein Top-Down-Action-Spiel. Macht sehr viel Spaß, finde ich. Kann ich euch nur empfehlen. Ist auch eines der relativ frühen Titel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Deutschland, in Europa erschienen ist oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn ihr mal darüber stolpern solltet. Das Cover sieht zwar sehr generisch aus, aber ist nicht verkehrt. So, Mortal Kombat 2. Auch hier sage ich nicht groß was dazu. Das Genre, ne, ist nicht gut. Das Spiel ist auch nicht gut. Besser als der erste Teil, aber ja, aber wohl nicht gut. Superman für den Game Boy. Komischerweise von Titus, das habe ich ja schon angesprochen, bei Titus the Fox. Die haben sich in der Game Boy-Ära echt nicht mit Ruhm bekleckert. Also, ne. Also Finger weg auf jeden Fall von diesem Spiel. Ich habe eine Retro-Panda-Quetzig-Folge dazu gemacht. Bah, eklig. Nicht
kaufen. Bitte nicht. So, und jetzt liegen hier gleich noch mehr Spiele. Und zwar, weil das ist jetzt der letzte Bildschirm quasi. Danach sind wir schon durch. Herrlich. Auf jeden Fall, danke, dass ihr bisher dran geblieben seid. Fangen wir mit dem Endspurt an. Und zwar fangen wir mit Paperboy 2 an. Paperboy ist auch eines dieser alten Spielhallen-Klassiker. Hatte ich als Kind, war auch nie gut dabei und ist halt Paperboy. Also ihr steuert einen Zeitungsausträgerjungen auf ein Fahrrad und müsst halt, ja, Zeitung zuteilen und halt verschiedenen Hindernissen ausweichen und so weiter. War damals sehr populär, die Serie. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht erklären, warum, ehrlich gesagt. Weil wirklich, wirklich gut ist es eigentlich nicht. Aber naja, gut. Dann haben wir hier R-Type. Das hatte ich auch damals als Kind, ich glaube auch sogar mal zu Ostern bekommen. Da habe ich relativ lebhafte Erinnerungen dran. Shoot'em up, sehr, sehr schwer natürlich. R-Type sollte ich eigentlich jedem bekannt sein. Ist wirklich solide umgesetzt worden auf den Gameboy. Entschuldigung, aber seitdem das mit diesem solide die Runde macht, dass ich das so oft sage, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Muss ich jedes Mal lachen, wenn ich den solide sage und mir das aufgefallen ist. Herrlich auf jeden Fall. Ja, Shoot'em up, Freunde, könnt ihr hier gerne mal reinschauen. Dann haben wir hier WWF Superstars 2. Das wurde dann nicht mehr von Rare entwickelt, deswegen ist es auch vom Stil her anders. Aber auch sehr gut, finde ich. Hat mehr Kämpfer, setzt so ein bisschen was oben drauf. Wie gesagt, manche finden den ersten Teil besser. Ich bin da etwas unentschieden, ehrlich gesagt. Hier habe ich natürlich immer gerne den Undertaker gespielt, ne? Der war da neu dabei. Dann haben wir hier noch ein schönes Shoot'em'up, und zwar Nemesis. Mir fällt, ach, Gradius, glaube ich, war die Serie. Es läuft unter dem Namen Gradius und bei uns unter Nemesis. Wie gesagt, ich gebe keine Garantie auf meine dummen Labereien, die ich hier abgebe. Auch ein sehr, sehr schönes Shoot'em'up, natürlich auch nicht sehr einfach. Dann haben wir hier Two Lies. Komischerweise wurden viele Arnold Schwarzenegger-Filme, die ja eigentlich nicht so unbedingt an Kinder gerichtet waren, auch auf den Gameboy umgesetzt. Ich habe keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Hier, der Titel ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich besser als der Terminator. Ähnlich wie bei Fortified Zone ist das so eine Art Top-Down-Shooter. Erinnert so ein bisschen quasi moderner, wie es fast mit Hotline Miami vergleicht, wobei es natürlich nicht die Schnelligkeit und so weiter drankommt. Sehr, sehr interessanter Titel und mal etwas anderes. Dann haben wir hier mal wieder einen Simpsons-Titel. Hier ist das Label etwas ausgewaschen. Unten diesmal, nicht oben. Das war ein bisschen was anderes. Aber auch da bin ich, ehrlich gesagt, nicht interessiert an einem Upgrade, weil das Spiel ist scheiße. Das ist, hatte ich sogar als Kind damals gespielt, auch von einem Kumpel ausgeliehen. Und man dachte ja, es ist Simpsons. Also muss es ja eigentlich gut sein. Aber es ist eigentlich ziemlich scheiße, weil es ist eine Minispielsammlung mit sehr, sehr schweren Minispielen und die noch nicht mehr sehr gut sind. Und ja, ich habe damals sogar ein Video gemacht, normales Testvideo, eine Retro-Panda-Quetzi-Folge glaube ich noch nicht. Ich habe ja erst später entschieden, dass wirklich Scheißspiele halt eher bei Retro-Panda-Quetzi sich irgendwie verwurstet werden. Ja, also Simpsons-Spiele auf den Gameboy grundsätzlich eher nicht so toll. Aber ich glaube, das ist keine große Überraschung. Dann haben wir hier DuckTales 2, der Nachfolger von, naja, DuckTales. Und zwar empfehle ich euch hier die Gameboy-Version zu kaufen. Es gibt das natürlich auch als NES-Version. Aber da ist das Modul ziemlich teuer und die Gameboy-Version ist noch im Gegensatz dazu auf jeden Fall erschwinglicher. Im Prinzip genauso wie der erste Teil, setzt halt so ein bisschen was drauf. Durch diese nostalgischen Geschichten finde ich natürlich den ersten Teil etwas besser als den, klar. Aber deswegen kann man so Retro-Spiele, finde ich, auch nicht unbedingt ganz neutral bewerten, weil dieser Nostalgiefaktor, der ist immer wirklich sehr, sehr ausschlaggebend bei vielen Sachen. Dann habe ich hier The Fidgets. Das habe ich schon länger hier auf meiner Liste für einen Test. So. Und zwar hat das so ein bisschen Vibes von Lost Vikings, nur dass es halt zwei Charaktere sind. Die können halt unterschiedliche Sachen. Und damit muss man dann halt Hindernisse überwinden. Alles so 2D-Plattformer angelegt und so weiter. Finde ich sehr interessant. Muss ich mal gucken, wann ich Zeit habe, da mal genauer reinzuschauen. Dann haben wir hier Bubble Ghost. Ja, hier ist das Modul etwas vergilbt, aber finde ich nicht so schlimm. Das Label ist dafür sehr gut noch erhalten. Ist auch eines der frühen Titel. Ihr spielt einen Geist und müsst eine Luftblase oder Wasserblase, keine Ahnung was es sein soll, an ein Ende bringen und müsst natürlich dann verschiedene Hindernisse ausweichen. Wird später sehr, sehr knifflig, muss ich sagen.
Aber ist auf jeden Fall ein schönes Puzzlespiel, weil halt ein Geist halt, könnt ihr natürlich diese Luftblase nicht anfassen oder sowas, sondern müsst ihr halt immer pusten. Sehr interessantes Spielprinzip auf jeden Fall. Das Spiel habe ich mir eigentlich nur geholt wegen dem Titel Alfred Chicken. Ich habe bisher nur ganz, ganz kurz reingespielt. Scheint eine Art 2D-Plattformer zu sein. Wobei das Cover natürlich mit dieser großen Schrift hier unten. Ne? Also das hätte man wirklich schöner machen können, finde ich. Keine Ahnung, ob es irgendeine Cartoon-Vorlage hat oder ähnliches. Habe ich mich, wie gesagt, noch nicht großartig damit beschäftigt. So, und dann haben wir hier Track and Field. Auch hier ist das Label so etwas angeknabbert, aber naja, was soll's. Das habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich Track and Field damals mit meinem Bruder auf dem NES hoch und runter gespielt habe. Und naja, es ist halt diese Sportspiele, ne, wo man viel Tasten rubbeln muss und sowas. Stichwort Waldemar. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, ist halt so ein Sportspiel. Was mich persönlich sehr überrascht hat, ist The Little Mermaid. Und zwar habe ich irgendein Standard-Plattformer oder ähnliches erwartet, aber das ist durchaus gut geworden. Und zwar, Plattformer, klar, fällt eigentlich nicht weg, weil es ist eine Meerjungfrau, die hat keine Beine. Wie soll sie denn Plattformer-Sachen machen, ne? Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich. Ich schwimmt halt so im Wasser, muss halt, ja, ist so ein bisschen Shoot'em-up-Vibes quasi. Ach, ihr müsst es spielen. Es ist echt nicht einfach zu erklären. Dann haben wir hier Blades of Steel. Das habe ich damals als Kind geliebt. Ich hatte das gehabt. Das berühmte Eishockey-Spiel. Das gab es auch damals auf dem NES. Und obwohl ich mit Eishockey überhaupt nichts anfangen kann und damals auch nicht konnte. Super Spiel, macht Spaß. Vor allem gefiel mir halt immer, dass man sich halt immer so auch kloppen konnte und sowas. Ne? Das war immer tierisch geil. Deswegen war ja auch Nintendo World Cup so geil als Fußballspiel, weil man dann halt umholzen konnte ohne Ende. Dann haben wir hier Kung Fu Master, auch eines meiner ersten Tests, habe ich als Kind geliebt. Auch so technisch gesehen ist es eigentlich nicht das Überspiel, aber viele, viele halten das so in Herzen. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil es halt eines der sehr frühen Spiele ist. Sehr, sehr schnell durch, aber ja, wie gesagt, ihr werdet es alle kennen. Das hier vielleicht nicht unbedingt. Burai Fighter Deluxe, das ist mir erst beim Spielen wieder aufgefallen, dass ich das als Kind hier auch hatte. Sehr, sehr schöner Shoot'em-up, wo ja quasi einen Typen in einem Raumanzug spielt. Und das Besondere hier dran ist, dass ihr quasi in alle 8 Richtungen schießen könnt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr ein gutes Shoot'em-up spielen wollt, würde ich euch das wirklich wärmstens ans Herz legen. Dann haben wir hier Desert Strike. Ja, ist so ein bisschen top-down. Ihr spielt einen Hubschrauber und müsst Sachen abschießen. Ich wollte mal einen Test dazu machen, aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Der Schwierigkeitsgrad, der ist relativ hoch und ja, hat leider kein Passwortsystem, was ich immer ganz gerne nutze, um mal in die späteren Levels reinzuschauen. Deswegen hat es das bisher nicht geschafft. Ja, haben wir hier FIFA 96. Na, so. Boah, FIFA, ne? Ist nicht gut. Habe ich mal kurz reingespielt. Auch nicht gut. Ist The Hunt for Red October. Sau schwer. Ich spiele halt ein U-Boot so aus Seitenansicht und müsste halt Sachen ausweichen und kaputt ballern. Nicht gut. Sau schwer. Also ist es nicht gut, weil es sau schwer ist, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier Asterix und Obelix, ein Nachfolger von Asterix, hat so ein bisschen anderen Stil. Auch da seht ihr natürlich Infogrames, einer der guten Plattformer, die wirklich technisch super sind. Problem ist, keiner dieser Infogrames-Plattformer, die sind zwar alle sehr gut, aber so die ganze Oberklasse wie Super Mario Land 2 oder ähnliches, die erreichen die leider nie. Und dann haben wir hier Daffy Duck. Ja, bin ich nicht mit warm geworden, ehrlich gesagt. Das hat die Besonderheit, dass ihr halt so ein Jetpack habt und dadurch halt kurze Zeit fliegen könnt. Und das ist natürlich auch in das Level-Design eingebaut. Es resultiert in teilweise sehr, sehr, sehr kniffligen Situationen. Muss man mögen, ich wurde nicht damit warm. Wo ich allerdings mit warm wurde, Meister der Überleitung, ist Mole Mania. Auch sehr spät erschienen, von Nintendo direkt. Das ist so eine Art Action-Puzzler quasi aus der Draufsicht. Ihr spielt einen Maulwurf und müsst halt immer in den einzelnen Bildschirm zum Ausgang geraten. Und die Besonderheit ist halt, dass es quasi 2 Ebenen gibt. Weil ihr natürlich ein Maulwurf seid, könnt ihr halt auch ins Erdreich abtauchen. Und da quasi, wenn ihr eine Mauer ist, taucht ihr halt ins Erdreich ab, buddelt unter der Mauer durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus, so nach dem Motto. Und das ist natürlich dann in den ganzen Puzzles und so weiter mit berücksichtigt. Sehr schönes Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Habe ich auch letztes erst einen Test dazu gemacht. Puh.
So, so lange vor mich hergeschoben, jetzt habe ich es endlich geschafft. So viel Laberei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wurde ja schon einigermaßen ab und zu nachgefragt. Ich hoffe, euch gefällt der Stil auch. Aber wie gesagt, jetzt so wie die SNES-Sammlung oder NES-Sammlung, wo ich wirklich überall auch Spielszenen aufnehme und einblende und so weiter. Das schaffe ich einfach nicht bei so einer Menge. Ich hoffe, es war trotzdem informativ für euch und vielleicht habe ich euch inspiriert, den einen oder anderen Titel vielleicht euch auch mal anzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt oder wann ihr das hier guckt. Macht's gut. Tschö.